Vom 2. bis 4. März lud die mittlerweile 28. Landesbauausstellung auf das Messegelände Magdeburg ein. Bei über 130 Ausstellern konnte sich der interessierte Besucher über alle Neuheiten rund um das Baugewerbe informieren und Fachgespräche suchen. Die Themenschwerpunkte lagen dabei auf dem Einbruchschutz und coolen Ideen für clevere Bauherren. Ebenfalls Teil der Landesbauausstellung ist die gemeinsame Sitzung des Bauausschusses und des Sachverständigenausschusses der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Das geschah in Form einer Podiumsdiskussion, mittlerweile schon Tradition auf der Messe. Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Politik und Wirtschaft, die müssen ja miteinander im Gespräch bleiben. Wenn jeder nur für sich quasi seinen Garten bestellt, dann kommt nichts Gutes bei raus. Und das ist eine gute Gelegenheit, hier bei der Landesbauausstellung miteinander ins Gespräch zu kommen, die Fachfragen zu diskutieren. Das ist für mich bereichernd. Und wenn es andersrum der Fall ist, dann freue ich mich drüber. Die Besucher der Podiumsdiskussion konnten sich zu einem der dringendsten Themen der Bauwirtschaft informieren, der Digitalisierung. Für mich hat Digitalisierung drei Standbeine. Das ist einmal die Prozessoptimierung, wo ich mich mit meinem Unternehmen halt beschäftige. Es ist das digitale Marketing, Marketingmöglichkeiten über Social Media, Webseite etc., die da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen werden, auch für jeden Handwerksbetrieb, um sein Unternehmen optimal am Markt zu positionieren, den Kunden Eindruck zu geben, was mache ich eigentlich, was habe ich für Leistung, was habe ich für Kompetenzen, was habe ich vielleicht für Spezialisierung. Und das dritte ist natürlich Software-Hardware-Komponente, ohne Frage. Und da sind ganz, ganz viele Handwerker noch mit Windows XP unterwegs. Ne? Neben den Aspekten der Unternehmensdarstellung hat die Digitalisierung auch andere, viel grundlegendere Auswirkungen auf die Wirtschaft. Diese digitale Transformation sorgt nicht nur für starke Veränderungen im privaten Bereich Lebensqualität, sondern eben auch im Bereich der ganz allgemein erstmal der Wirtschaft ist entstanden und entstehen und werden auch weiterhin entstehen. Völlig neue Geschäftsmodelle. Es ermöglicht die digitale Transformation auch nachhaltig wesentlich effizienteres Wirtschaften. Das heißt also, es ist für die Wirtschaft ein ganz wesentlicher Faktor auch für die Zukunft. Und da sind wir dann auch schon bei der Bauwirtschaft. Hier hat die Digitalisierung viele Gesichter. Eines der aktuellsten ist das Building Information Modeling, kurz BIM. Hier wird, grob gesagt, von jedem Bauprojekt ein digitaler Zwilling erstellt. So, und dieser digitale Zwilling ist ein gläsernes Gebäude, wo wirklich alles erfasst wird. Sogar also in Massen, in Gewicht, in Kosten. Das heißt, wenn wir den digitalen Zwilling gebaut haben, am Computer, können wir schon relativ präzise sagen, wenn wir die Preise aus der Region auch kennen, was das Gebäude kostet. Weil jeder einzelne Preis von der Fußleiste angefangen bis zur Steckdose, alles da drin erfasst wird. Das sind diese riesen Datenbanken. Die Anwendung solcher Modelle ist fortschrittlich, wird aber immer durch Regeln und Gesetze eingegrenzt. Auch hier sehen die Ausschussmitglieder Handlungsbedarf und hoffen auf eine positive Entwicklung. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir zukünftig als Architekten, als Ingenieure Planungsunterlagen, Genehmigungsplanungen einreichen, auch in den Bauämtern, dann erwarte ich natürlich, dass nicht, wie Vorschriften es sagen, gegenwärtig auf welchem Papier, wie schwer das sein muss, im Gesetz, in unseren Bauordnungen steht, sondern dass wir die Möglichkeiten schaffen, wie es Bauämter in Offenbach, in Hamburg beispielsweise schon geregelt haben und auch nach außen hin tragen. Reicht auch digital ein, reicht auch eure Genehmigungsplanung digital ein. Nicht das, was ihr vorher alles schön gemacht habt, das druckt ihr aus, tragt es hin, das antagt ab und dann fängt ihr wieder an, alles einzulesen. Also ich denke, auch da sind große Chancen vorhanden. Die Digitalisierung der Bauwirtschaft hängt also von vielen Faktoren ab. Der Wille und die Entschlossenheit der Unternehmer ist aber immer noch einer der wichtigsten.